Es wird Zeit für eine neue Folge Filmnews und starten wir mit den Oscar-Nominierungen. Denn in der Nacht vom 10. zum 11. März werden zum 96. Mal die Academy Awards, also die Oscars, in Los Angeles verliehen. Dabei handelt es sich natürlich um den wichtigsten Filmpreis rund um den Erdball. Durch die Veranstaltung führen wird zum inzwischen 4. Mal der Late-Night-Show-Host Jimmy Kimmel, der das für gewöhnlich recht routiniert und unaufgeregt macht, auf eine Art und Weise, die ich persönlich mag. Und gestern wurden dann die Nominierungen bekannt gegeben. Und das Feld wird angeführt von den nicht üblichen Verdächtigen, aber den Film, vor dem man das durchaus erwarten konnte, mit Blick auf die BAFTA Awards, Critics' Choice Awards, Golden Globes und so weiter und so fort. Namentlich sind das Oppenheimer, Poor Things, Killers of the Flower Moon oder aber auch Barbie. Christopher Nolans Oppenheimer wurde in ganzen 13 Kategorien nominiert und damit in so ziemlich jeder wichtigen, gefolgt von Yorgos Lanthimos' Poor Things, der seit vergangener Woche bei uns in den deutschen Kinos läuft, der in 11 Kategorien nominiert wurde. Martin Scorseses Killers of the Flower Moon kommt auf 10 Nominierungen und Greta Gerwigs Barbie auf 8 Nominierungen, wobei ich es ziemlich schwierig finde, dass Greta Gerwig nicht als beste Regisseurin nominiert worden ist. Und auch Bradley Cooper mit seinem Netflix-Film Maestro kommt auf ganze 7 Nominierungen und damit sind zumindest diese Filme relativ erwartbar vorne mit dabei gewesen. Aber auch deutsche Beteiligung gibt es dieses Jahr auf mehrere Ebenen. Zum einen ist das Lehrerzimmer als bester internationaler Film nominiert und hat damit den Sprung von der Shortlist in die Nominierten hineingeschafft. Aber auch der deutsche Regisseur Wim Wenders ist mit seinem Film Perfect Days als japanischer Beitrag nominiert. Sandra Hüller wiederum in The Zone of Interest ist eine, wo der Film wiederum als bester Film nominiert wurde und sie selbst ist für ihre Hauptrolle in Anatomie eines Falls als beste Hauptdarstellerin nominiert. Und so gibt es wirklich verschiedene Ebenen deutsche Beteiligung, was spannend ist, besonders nach dem großen Erfolg von Im Westen nichts Neues im vergangenen Jahr, der ja 4 Oscars gewinnen konnte und damit deutsche Filmgeschichte schrieb. Darüber hinaus finde ich es noch sehr spannend, dass Nimona es geschafft hat, nominiert zu werden als bester Animationsfilm, wobei die Animationsfilmkategorie wahrscheinlich dann wieder zwischen Der Junge und der Reiher und Spider-Man Across the Spider-Verse ausgemacht wird. Und meine Frage an euch, was sagt ihr denn zu den Oscar-Nominierten für dieses Jahr? Ein neuer Jurassic World Film soll kommen und so richtig wundert das ja eigentlich nicht. Ich persönlich muss sagen, dass Jurassic Park von 1993 einer meiner allerliebsten Lieblingsfilme ist. Als Kind habe ich den viel zu früh gesehen, mich wahnsinnig erschrocken, habe den T-Rex gesehen, bin heulend weggerannt, aber für den Rest meines Lebens hat das trotzdem so eine gewisse Faszination für diese Riesenechsen erzeugt und das Legen des Kopfes auf den Bauch des Triceratops und das Atmen hören, für mich bis heute so eine ganz heilige Filmszene. Ehrlicherweise. Kurzum, ich habe mich immer gefreut, wenn ein neuer Jurassic Park oder später Jurassic World Film rauskam, auch wenn vor allem der letzte Versuch mit Jurassic World 3 ein neues Zeitalter eher eine Katastrophe war, habe ich immer so eine gewisse Faszination dafür und Jurassic Park hat auch auf mehreren Ebenen, vor allem aber in filmtechnischer Sicht, Geschichte geschrieben und ist für Steven Spielberg sicherlich auch in seiner grandiosen Karriere einer der wichtigen Meilensteine. Nun ist es aber auch so, dass die drei neuerlichen Jurassic World Filme trotzdem weltweit an den Kinokassen über 3 Milliarden Dollar eingespielt haben und damit ist das eine Goldgrube. Kein Wunder, dass Universal Pictures sich eigentlich sagt, naja, wir wollen dieses Franchise schon am Leben halten und so soll jetzt anscheinend sich ein neuer Jurassic World Film in der Mache befinden, beziehungsweise in der Entwicklung und auch schon relativ vorangeschritten sein. Was dabei sehr interessant ist, anscheinend soll es um eine neue Ära gehen, also eine neue Geschichte aus dieser Welt, sodass man auf Chris Pratt und Co. wahrscheinlich verzichtet und einen ganz neuen Cast verpflichtet. Und gleichzeitig ist die Devise anscheinend Back to the Roots, also zurück zu den Wurzeln, weil man David Koepp als Drehbuchautorin verpflichtet hat. Und der hat das Drehbuch unter anderem geschrieben für das Original von 1993 und dessen Fortsetzung. Und das würde dem Franchise aus meiner Sicht auch richtig gut tun. Angeblich soll der Film auch schon 2025 in den Kinos starten. Und bei einem so großen Projekt heißt das, dass dieser neue Jurassic World Film schon eine ganze Weile ganz still und heimlich in der Mache sich befindet. Ich habe ehrlich Lust drauf, vor allem nach dem fatalen letzten Teil, kann es ja eigentlich nur bergauf gehen.
Der Schuh des Manitou 2 kommt, beziehungsweise das Kanu des Manitou. Ja, da hat Michael Bulli Herbig schon für eine große Überraschung gesorgt, denn sein Schuh des Manitou von 2001 war ein absoluter Erfolg an den deutschen Kinokassen mit über 12 Millionen Kinobesuchern. Auch bis heute einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme aller Zeiten. Ist es fast schon merkwürdig, dass es damals nie eine Fortsetzung dazu gab, weil das ist ja im Grunde bei einem solchen Erfolg für gewöhnlich gesetzt. Nun hat Michael Bulli Herbig aber selbst über Instagram angekündigt, der inzwischen ja auch mit Ausflügen wie Ballon oder 1000 Zeilen im sehr ernsten Filmgenre unterwegs war, dass es eine Fortsetzung geben wird, nämlich das Kanu des Manitou. Unter anderem ist RTL und die Konstantin Film mit in der Produktion beteiligt. Der Film soll bereits nächstes Jahr, also 2025, in die Kinos kommen. Er selbst wird die Regie wieder übernehmen, Drehbuch mit seinen Kumpanen Rick Aranian und Christian Tramitz schreiben, die alle auch in die bekannten Rollen wieder hineinschlüpfen. Und ich persönlich muss sagen, als der Schuh des Manitou rauskam, war ich 14 Jahre alt und war dreimal im Kino, um den Film zu sehen. Fand ihn damals irrwitzig, total komisch und war total Fan. Wenn ich mir aber heute überlege, dass man die gleichen Klischees, die gleichen Themen anfasst und so bedient, kann ich mir vorstellen, dass mindestens mal durch die Generationen durch eine Spaltung da entsteht, wie man damit umgeht. Und eigentlich würde man das heute nicht mehr so umsetzen. Deswegen bin ich gespannt, wie wird man das anpacken und wie wird man dann darauf reagieren. Deswegen meine Frage an euch, was sagt ihr denn zu das Kanu des Manitou? Neue Deadpool-Varianten und wann kommt denn endlich der Trailer zu Deadpool 3 raus? Ende Juli ist es endlich soweit. Wolverine trifft auf Deadpool und das in Deadpool 3 als Teil des Marvel Cinematic Universe. Für nicht wenige Fans wird damit ein Traum wahr, zumal das Ganze R-rated bleiben soll. Ist das Ganze aber auch Teil der Multiversumsgeschichte, also verschiedene Ebenen, Zeitlinien und damit auch anscheinend Varianten. Das heißt, von ein und der gleichen Person können mehrere Versionen existieren. Loki lässt grüßen und gleichzeitig müssen das nicht auch unbedingt immer nur Menschen sein, sondern können auch Tiere sein. So wissen wir, dass in Deadpool 3 auch Dogpool existieren soll, also Deadpool als Hundeform. Und nun sind auch neue Bilder aufgetaucht, die Ryan Reynolds als Hauptdarsteller so ganz anders zeigen. Nicht mit der verbrannten Haut von Wade Wilson, sondern mit sehr glatter, reiner Haut, vollem Haar inklusive Dutt, sodass er fast Samurai-artig daherkommt, aber in Deadpool-Kostümierung. Und anscheinend treffen sich verschiedene Deadpools auf einmal und mindestens 2/3 Varianten sind ja damit bestätigt. Stellt sich die Frage, werden wir die vielleicht schon im ersten Trailer sehen? Und die Frage ist, wann kommt der? Momentan sagt die Gerüchteküche, dass der Super Bowl ja der beste Termin wäre, um diesen Trailer zu droppen. Es gibt kein größeres Sportereignis und alle würden darauf warten, weil es gang und gäbe ist, dass rund um den Super Bowl große Trailer zu großen Filmen gezeigt werden. Klar, die Werbebreaks sind ja auch verdammt teuer. Das wäre dann also in der Nacht vom 11. zum 12. Februar der Fall. Sind wir mal gespannt, ob uns dann der Trailer erwartet zu Deadpool 3. Kevin Costners Western-Epos hat einen Kinostart. Kevin Costners Schauspielkarriere dauert inzwischen seit Jahrzehnten an und genießt in den letzten Jahren wieder ein bemerkenswertes Hoch durch Yellowstone, die Serie, in der er Hauptdarsteller und gleichzeitig Patriarch John Dutton verkörpert, ist eine Serie, die zum einen das Western-Genre in serieller Form wieder etabliert hat, dank Taylor Sheridan, dem Schöpfer, aber auch die großartige Prequel-Serie 1883 nach sich zog oder auch 1923. Und so ist das Western-Genre im Seriengewand sowohl in traditioneller Form als auch beispielsweise mit Tulsa King im modernen Gewand gefragter denn je. Und auch Killers of the Flower Moon ist ja bei den Oscars so oft nominiert, dass Western durchaus wieder ein Thema ist. Und Kevin Costner wird aber nach der aktuellen 5. Staffel von Yellowstone nicht zur Serie zurückkehren, aber setzt selbst sein eigenes Epos um und das anscheinend in 4 Filmen, von denen 2 noch dieses Jahr ins Kino kommen sollen. Die Rede ist von Horizon, an American Saga, und es geht um die Besiedlung des Westens Amerikas und Teil 1 soll Ende August und Teil 2 Anfang November in die Kinos kommen und Kevin Costner wird nicht nur vor der Kamera stehen, sondern mitproduzieren, Drehbuch schreiben und Regie führen. 3-mal hat er bisher Regie geführt, unter anderem dabei das Meisterwerk und Western-Meilenstein, der mit dem Wolf tanzt. Also kann man definitiv gespannt sein, was das für eine Geschichte wird, denn der Hype rund um Western, der ist aktuell da. Solltet ihr das Yellowstone-Franchise noch nie gesehen haben, dann holt das gerne nach. Und was sich hinter Horizon and American Saga verbirgt, dürfen wir gespannt sein. 2 Filme, also dieses Jahr im Kino und geplant anscheinend tatsächlich noch ein 3. und ein 4.
Und beenden wir diese Folge Film News noch mit zwei kurzen Informationen. Zum einen wird der 2010er Film The Book of Eli mit Denzel Washington, damals ja im Genre des postapokalyptischen Films, definitiv ein interessanter Vertreter, eine Serienfortsetzung bekommen mit John Boyega in der Hauptrolle. Und Netflix hat nun offiziell bestätigt, dass die erfolgreichste Serie des Streamers aller Zeiten, nämlich Squid Game, und damit noch erfolgreicher als Wednesday oder Stranger Things, nicht nur fortgesetzt wird, das wissen wir ja, aber dass die zweite Staffel tatsächlich dieses Jahr noch kommen soll. Also 2024 ist dann nach 3 Jahren Warten endlich für alle Fans neues Material da rund um Squid Game. Fehlt nur noch das genaue Datum. Und damit bin ich am Ende dieser Folge Film News. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.